Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Und zwar haben wir einen Gülle-Feldrand-Container bekommen von Elives HC, die Herstellerfirma, habe ich noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, ob es sie wirklich gibt, aber ich habe es noch nie gehört. Von dem Autor CG Produktion oder Production CCL am Modding. Vielen Dank dafür. Ist nur erhältlich für PC und Mac. Was haben wir zur Auswahl? Wir haben drei Farbblöcke und einen Config-Block. 25.000 Euro in der Anschaffung Standard und 1.275 im Leasing. Lives HC 45.000 Liter passen rein. Benötigte Leistung 50 PS. Die Hauptfarbe können wir ändern in grün, blau, rot, dunkleres oder helleres Rot, steht da jetzt nicht. Schwarz können wir ihn auch ändern, aber ich lasse ihn mal grün. Die Felgenfarbe können wir komplett ändern, wie wir möchten, in grün, in allen möglichen Farben. Die Designfarbe handelt hier drin. Ich weiß nicht, ob das beige oder so sein soll. Ich weiß es nicht genau. Am besten sieht weiß aus. Fertig. Passt. Dann haben wir noch die Möglichkeit Design ohne Reflexion oder enge Reflektoren oder aber auch weiter auseinander. Das bleibt jedem selber überlassen, was wir da nehmen. Was ich ziemlich cool fand, ich habe so ein Ding noch nie gesehen, was hier vorne ein, sag jetzt mal, Dolly hat zum Ziehen. Aber gut, wir schauen uns ihn einfach mal an. Da steht er. Also, das Modell an sich gefällt mir. Ist schön umgesetzt. Hier vorne haben wir natürlich alles, was dazugehört. Bremsleitung. Schläuche für Licht, Hydraulikschläuche fürs Hoch- und Runterpumpen. Hier oben steht auch nochmal Hommes Containers oder sowas. Info 31 irgendwas. Also ich kann es jetzt gerade nicht so wirklich entziffern. Dann haben wir natürlich die Reflektoren. Wir haben ganz schön viele Gülleanschlüsse. Also Schläuchanschlüsse, Schlauchanschlüsse. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Beleuchtungseinrichtung. Ich würde sagen, wir hängen ihn einfach mal an und gucken mal, was der gute Feldrandcontainer so kann. So, angehangen. Stützfuß geht langsam runter und klappt nach hinten. Gefällt mir. Auch die Schläuche sind alle angeschlossen, so wie es gehört. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal, ob der Schlauch daran passt. Moment, muss mal eben hier. Tatsache, funktioniert, passt. Also Manure-System könnt ihr ruhig raufnehmen. Ey, da kommt. Manure-System könnt ihr mit draufnehmen und könnt einfach locker lockig die Schläuche anschließen. Könnt vier Stück anschließen, aber ob man sie braucht, weiß ich nicht. Lichteinrichtung kommen wir jetzt zu. Blinker links funktioniert. Blinker rechts funktioniert. Bremslicht funktioniert und das ganz normale Licht funktioniert auch. Auch die Begrenzungsleuchten funktionieren ebenso. Dann haben wir natürlich diesen Saugarm oder den Stutzen für den Saugarm in dem kommen wir da rein, kann ich da rein. Ja, gut. Also es wird klar befüllt. Hier ist der Saugstutzen für den Saugarm, aber da können wir nicht weiter was mitmachen. Aber ist es überall Kolli oder haben wir noch irgendwelche? Nein, aber wir können X drücken. Und wie ihr seht, wenn wir uns den genau angucken,
auf Taxis X nochmal. Fährt er schön sanft runter, legt sich komplett hin und ihr könnt ihn einfach abhängen. Die Stütze klappt wieder nach oben, so dass ihr wieder anhängen könnt. Also ist schön gemacht, gefällt mir. Und wenn ihr fertig seid mit dem Güllefahren, einfach wieder anhängen. X drücken, hochpumpen und Abfahrt dafür. Und ihr könnt ordentlich bunkern mit 24.000 Liter. Wenn ihr jetzt nicht gerade wirklich einen großen Dings habt für Gülle auszubringen, ist ja gar nicht mal schlecht. Auch das Fahrverhalten ist nicht ganz so übel. Hat was. So, dann würde ich sagen, jedem interessiert die Lok. Die Lok ist fehlerfrei, also könnt ihr euch ruhig runterladen und Fun mit haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn neue Videos kommen. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.